blickt auf 130 Jahre Geschichte zurück. 1892 wurde die Deutsche Friedensgesellschaft gegründet. Dies war der Beginn des organisierten Pazifismus in Deutschland. In diesen langen Jahrzehnten gab es nicht wenige interne und organisatorisch konkurrierende Auseinandersetzungen um das, was Pazifismus ist, wie er sich gegenüber den jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen positionieren kann. Natürlich war er gesellschaftlicher Diskriminierung und staatlichen Zwängen ausgesetzt. Heute versteht sich die DFGVK als eine radikale pazifistische Organisation mit dem Ziel, die Institution des Krieges zu beseitigen und eine Welt sozialer Gerechtigkeit zu schaffen, in der Mensch und Natur in Einklang leben. Den Begriff der Kriegsdienstverweigerung versteht die DFGVK in einem umfassenden Sinn. Sie ruft nicht nur zur Verweigerung des Wehrdienstes auf, sondern zur Verweigerung jeglicher Beteiligung an Kriegsvorbereitungen. Joachim Schramm, Geschäftsführer der DFGVK in Nordrhein-Westfalen, möchte sich auf diesem Hintergrund in seiner Rede mit Kriegsdienstverweigerung und Desertion in Russland und in der Ukraine beschäftigen. Ja, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, heute und morgen treffen sich hier in Münster die Außenminister und Außenministerinnen der G7-Staaten zu Beratungen. Und im Vorfeld wurde darauf verwiesen, dass das Treffen ja eben am Ort des Friedensschlusses von 1648 stattfand, wo vor 374 Jahren mit dem Westfälischen Frieden der 30-jährige Krieg beendet wurde. Und es wird betont, dass damals ein schrecklicher Krieg, der keine Gewinner kannte, auf diplomatischem Wege durch Verhandlungen beendet wurde. Man könnte also dann jetzt die Hoffnung haben, dass diese Ortswahl bewusst vollzogen worden ist und dass von diesem Treffen ein wichtiges Signal ausgehen könnte für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine. Das politische Gewicht hätte dieses Treffen allemal. 6 der 7 hier beteiligten Staaten sind maßgebliche Mitglieder der NATO und dadurch tief in den Ukraine-Krieg verstrickt. Die G7 nehmen für sich eine Sonderrolle in der Staatengemeinschaft in Anspruch und man könnte sagen, da nehmt doch diese Sonderrolle einmal zum Nutzen der Weltgemeinschaft wahr. Wir fordern die Regierung dieser 7 Staaten dringend auf, eine Initiative zur Herbeiführung eines schnellstmöglichen Waffenstillstands ohne Vorbedingungen zu starten. Doch die Aussagen von Regierungsvertretern dieser Staaten lassen die Hoffnungen darauf nicht in den Himmel wachsen. Weiterhin wird die militärische Unterstützung der Ukraine darauf gesetzt, die den Krieg verlängert und dafür sorgt, dass immer mehr Menschen in diesem Krieg sterben. Und auch von Seiten der russischen Regierung, die diesen Krieg ja begonnen hat und daher in der besonderen moralischen Verantwortung steht, ihn zu beenden, kommen nur wenige Signale, die Hoffnungen machen. Eine davon war das Angebot des Kremls, es könnte am Rande des G20-Gipfels Mitte November in Indonesien Gespräche zwischen Putin und US-Präsident Biden geben. Aus US-Regierungskreisen und auch aus der Ukraine wurde das jedoch zurückgewiesen. Und so geht der Krieg weiter und es sterben Tag für Tag Menschen auf beiden Seiten und das Land wird weiter verwüstet. Bei uns wird zum Thema Verhandlungen oft gewagt, das müsste die Ukraine entscheiden und man dürfe doch nicht zulassen, dass ukrainisches Gebiet Russland überlassen werde. Die, die das so sehen, nehmen also in Kauf, für die richtige Ziehung von Grenzen Menschen sterben zu lassen oder zu töten. Doch das sehen in den beteiligten Ländern bei weitem nicht alle so. Spätestens seit Beginn der Teilmobilmachung in Russland ist offenkundig geworden, dass viele Menschen dort nicht Krieg führen wollen. Und was man bei uns nicht so wahrnehmen will, ist die Tatsache, dass auch in der Ukraine viele Menschen nicht kämpfen wollen. Einen ersten Hinweis darauf gab es schon zu Beginn des Krieges, als der ukrainische Staat zwar Frauen und Kinder gerne ausreisen ließ, es aber Männer im wehrfähigen Alter verbot, das Land zu verlassen. Offenbar war man sich also der Opferbereitschaft der männlichen Bevölkerung nicht so sehr sicher. Ein ukrainischer Kriegsgegner, der bei Beginn des Krieges im Ausland war und so der Einberufung entging, äußerte sich in diesen Tagen so, das Leben der Menschen ist wichtiger, ganz gleich, welche Flagge über der Krim oder Donetsk hängt.
Inzwischen wissen wir, dass zahlreiche Menschen auf beiden Seiten nicht am Krieg teilnehmen wollen. Das Verweigerernetzwerk Connection e.V. schätzt nach Auswertung entsprechender Analysen die Zahl der Personen, die Russland verlassen haben, um nicht kämpfen zu müssen, auf 150.000. Einer von ihnen meinte zu seinen Motiven, da werden junge russische Männer in die Ukraine geschickt, um Menschen zu ermorden und dafür zu sterben. Ich will nicht einer von ihnen sein. Aus der Ukraine haben sich 140.000 Männer der Einberufung entzogen und das Land verlassen, während russische Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und Militärdienstentzieher vor allem nach Kasachstan und Georgien fliehen, verlassen ukrainische Kriegsgegner ihr Land in Richtung Polen oder Rumänien. In ihren Heimatländern wird ihnen vor allem von der herrschenden Politik Feigheit und Verrat vorgeworfen. Doch diese Menschen haben ganz unterschiedliche Gründe für ihr Handeln. Teilweise haben sie verwandtschaftliche Beziehungen zum Land des Kriegsgegners. Andere finden konkret diesen Krieg falsch, sehen Ukraine und Russland als Brudervölker, die nicht gegeneinander kämpfen sollten. Und andere erleben, was es heißt, als Soldat im Krieg zu sein, andere Menschen zu töten, auch Zivilisten, und lehnen dies ab. Und wieder andere haben sich entschieden, nie eine Waffe in die Hand zu nehmen, aus Prinzip. All das ist ehrenwert und rechtmäßig. Es ist nicht feige, sondern diese Menschen sind mutig, weil sie zu ihren Überzeugungen stehen und für ihr Handeln Nachteile in Kauf nehmen. Diesen Menschen gilt unsere Solidarität. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht, ist Bestandteil der Gewissensfreiheit nach Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und doch wird dieses Menschenrecht weder in Russland noch in der Ukraine wirklich garantiert. In Russland besteht nur bis zur Einberufung die Möglichkeit der Verweigerung. Bei der Entscheidung über die Anträge ist das Militär mitbeteiligt und beeinflusst diese Entscheidung in seinem Sinne. Und in der Ukraine galt das Recht nur für Verweigerung aus religiösen Gründen. Inzwischen wurde dieses Recht ganz ausgesetzt, ausgerechnet im Krieg, wo ja Menschen besonders geschützt werden müssen, gegen ihr Gewissen handeln zu müssen. Vor diesem Hintergrund gehen eben die meisten Menschen, die sich diesem Krieg entziehen wollen, einen anderen Weg und flüchten. Sie entziehen sich dem Militärdienstzwang, bevor sie einberufen werden oder sie desertieren aus der Armee. Die Desertion gilt in beiden Ländern als Straftat. Es drohen mehrjährige Haftstrafen und es gibt auch bereits entsprechende Verurteilungen von Deserteuren. Aus Russland können nicht einberufene Menschen, Männer, noch ausreisen. Die Ukraine hat dies von Anfang an verboten, was der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht, wonach es jeder Person freisteht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen. Gelingt die Flucht, stellt sich die Frage nach der Zukunft. Gerade bei Desertion ist die Rückkehr in das Heimatland selbst nach Ende des Krieges kaum möglich, da man sich ja strafbar gemacht hat. Also stellt sich für diese Menschen die Frage nach Asyl im Ausland, konkret in den Staaten der EU. Schon im April forderte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, die russischen Soldaten auf zu desertieren. Doch die Frage nach einem Asyl in der EU ist bis heute nicht geklärt. Und als sich Hunderttausende der Teilmobilmachung durch Flucht entzogen, schlossen zum Beispiel die baltischen Staaten als erstes ihre Grenzen, um zu verhindern, dass diese Deserteure in die EU kommen. Angesichts dieser Zustände ist ein Aufruf zur Desertion durch EU-Gremien fahrlässig, erweckt falsche Hoffnungen. Die EU überlässt diese Männer und auch Frauen ihrem Schicksal. Lediglich in Deutschland erklärte das Innenministerium im Mai, dass russische Deserteure aus der Armee als Asylsuchende anerkannt würden. Das gilt jedoch nicht für die Menschen, die sich der Einberufung entziehen, bevor sie einberufen werden, was ja gerade bei der Teilmobilmachung die meisten waren. Politiker in der EU sind schnell dabei, gerade russische Männer aufzurufen, sich dem Krieg zu widersetzen. Etwas für ihren Schutz zu tun, ist aber nicht angesagt. Hintergrund ist natürlich, dass in allen Ländern die Desertion als Straftatbestand gilt. Und da möchte man keine Präzedenzfälle schaffen und begegnet den Menschen, die sich jetzt der Teilnahme am Ukraine-Krieg entziehen wollen, mit Misstrauen, statt sie mit offenen Armen zu empfangen. Das ist schäbig
Und wir fordern hier an dieser Stelle die Bundesregierung auf, den Asylschutz auch auf Militärdienstentzieher auszuweiten und ihren Einfluss in der EU geltend zu machen, dass solche Regelungen in allen Ländern der Union umgesetzt werden. Gleiches fordern wir von Frankreich, Italien. Und jetzt habe ich ganz natürlich dabei. Italien, Großbritannien sowie den Vertretern der EU, die hier heute an dem G7-Treffen teilnehmen, Schutz und Asyl für alle, die sich dem Krieg entziehen wollen. Internationale Verweigererverbände haben jetzt eine Unterschriftensammlung gestartet, mit dem die EU auch aufgefordert wird, russische und belarussische Verweigerer und Deserteure Schutz und Asyl zu gewährleisten, von der Ukraine die Rückkehr zum Verweigerungsrecht zu verlangen und die Grenzen für alle zu öffnen, die sich dem Krieg entziehen. Wir unterstützen diesen Appell an unserem Infostand. Kann man ihn unterzeichnen? Bitte nehmt das gleich noch wahr. Doch von verschiedenen Seiten hört man nun in Deutschland, man dürfe die russischen Deserteure und Militärdienstentzieher nicht ins Land lassen, sie nicht aufnehmen. Diese hätten zum Krieg die ganzen Wochen geschwiegen und würden jetzt nur fliehen, wo sie selbst betroffen sind. Alle, die diese unbarmherzige Haltung einnehmen, seien an Folgendes erinnert. Als 1991 der erste Golfkrieg begann, standen im ganzen Land an unseren DFG-VK-Beratungseinrichtungen für Kriegsdienstverweigerer zu Tausenden damals die Bundeswehrreservisten Schlange, die nachträglich den Kriegsdienst verweigern wollten, weil die Gefahr bestand, dass damals die Bundeswehr in diesen Krieg verwickelt werden könnte. Wir haben damals nicht gesagt, warum habt ihr denn nicht rechtzeitig verweigert, sondern wir haben ihnen geholfen, den Kriegsdienst zu verweigern. Und ich möchte daran erinnern, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung weder gegen die Bundeswehrbeteiligung im völkerrechtswidrigen Krieg in Jugoslawien noch gegen den 20-jährigen Bundeseinsatz in Afghanistan protestiert hat. Wer also jetzt gegenüber russischen Deserteuren auf das hohe moralische Ross steigt, sollte sich vielleicht an die eigene Nase fassen und prüfen, wie er oder sie selber in solchen Situationen handeln würde. Krieg gibt es auch deshalb, weil sich immer wieder genug Menschen bereit finden, den Befehlen von Politikern und Generälen Folgen zu leisten. Jeder und jede, die sich diesem Prinzip von Befehl und Gehorsam verweigert, ist ein Hoffnungsschimmer für eine Welt ohne Krieg. Sie müssen unterstützt werden, ihnen muss geholfen werden, egal von welcher Seite des Konfliktes sie stehen. Dankeschön. Applaus